Good morning, dritter Tag, neues Glück. Und zwar habe ich diesen Tag, was heißt dritter Tag? Das ist der zweite Tag, wo wir hier sind. Aber dritter Tag nicht arbeiten. Wir sind hier der dritte Tag. Nö, wir waren gestern und heute. Und heute wollen wir mal losfahren. Ich bin mir noch nicht ganz einig, wohin. Es gibt in Rom einfach unfassbar viele tolle Orte. Donnerstag zählte für mich nur als Flugtag. Freitag war gestern und heute ist Samstag. So, ich koche mir jetzt erstmal ganz oldschool meinen Kaffee und die Kleine darf jetzt einmal italienisch frühstücken. Ich weiß nicht, ob sie es verträgt. Aber wir haben ja hier die Stelle gekauft, ne? Die Kekse. Milch. Mit Milch, wo ich auch nicht weiß, ob sie die verträgt. Also es ist eigentlich ein super Jackpot. Ich mache das mal fertig, zeige ich euch mal, wie das aussieht. So, der kleine feine Unterschied zwischen Deutsch und Italienern ist, dass Italiener drei Kekse im Müsli essen. Und ich weiß genau, dass Amelie die aufessen wird. So, da kommt jetzt einfach Milch drauf. Manche machen auch nur die Milch ins Glas und tupfen die Kekse ein. Und die meisten machen so. Und dann ist es wie komplett. So sieht das Ganze dann aus, ne? Bitte nicht kleckern, Amelie. Ich habe mich nach Krümel gesehen. Schon die erste Ameise entdeckt. Übrigens, apropos Frühstück. Meine Gastmutter hat das Ganze mit Kuchen gemacht morgens. Jeden Morgen Kuchen mit Tee. Kuchen mit Tee. So, ich habe mich mittlerweile mal fertig gemacht. Wir wollen heute mal irgendwo hin. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wo. Ich weiß nicht, ob Sightseeing heute ein bisschen doll ist auf dem Wochenende. Aber ich hab keine Tüten, nichts zum Einpacken für Essen. Ich muss jetzt meine Kulturtasche nehmen. Das ist Gott sei Dank noch relativ teuer, so ist da noch nichts drin. Ja, Leben am Limit, ne? Ich habe keine Tüte, keine Alufolie, kann nichts. So, ich bin ready. Ich kann so kaum filmen, aber das Handy muss halt unter der Tasche. Ich pack das hier. Ich lasse es runterhängen, sodass man es nicht unten sieht. Sagen wir mal so, weil das ist besser in Rom, ne? Auf jeden Fall fahren wir jetzt los. Nee, Schatz. So, aber die cremt jetzt ihre Püppis hier ein. Wir sind jetzt eigentlich im Bus. Fahren los, ne? Meinst du, es ist so sinnvoll, Amelie? Leute, ja, wir sind erstmal haben wir den Ausstieg verpasst, weil irgendwie war ich im falschen Bus, ist ja auch egal, aber ich bin jetzt an der U-Bahn-Station, dachte easy, komme ich hier weiter. Ja, wir gehen jetzt erstmal zu dem Park. Ja, Metrostation hier ist geschlossen. Dafür habe ich jetzt aber trotzdem ein Wochenticket bekommen, das ist schon mal ziemlich nice. Ja, jetzt fahren wir erstmal im Park. Ob das mein Lieblingspark ist in Rom? So, hier sieht man es noch mal besser. Guck mal, hier sind auch Schildkröten. Wow. Hier sind noch mal ganz viele Schildkröten. Wow. Hier sind wir Wochenmann. Wahnsinn. Und hier brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Ah, oh, ich liebe es. Amelie will sich entspannen und ich schaue mir das an. Hier sind auch ganz viele Liebesschlösser. Ich war hier damals auch am Valentinstag. Wer will, kann hier auch noch Tretboot fahren. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so gut durch den Zaun sieht, wie ich das sehe. Aber hier sieht man es. Wir haben gerade einen mega Hüpfpark gefunden mit Hüpfburg-Spielplatz und einem Pipapo. Aber irgendwie haben sie mir gesagt, es ist geschlossen, weil die Mittagessen, aber da ist irgendwie noch voll viel los. Aber zum Italiener haben sie es auch gesagt. Also müssen wir weiter. Nach dem Spielplatz selten entdeckt. Hier spielen die noch, wie nennt man denn das? Kajak, Fußball, wie auch immer. Kajak-Fußball, ihr wisst selbst, ne? Und da hinten ist ein Spielplatz. Leute, meine Beine tun so weh. Ich weiß nicht, ob man das jetzt alles aufgeschürft. Von jedem abrupten Sturz. Hier sind überall so Kanten im Boden. Hau ich so gegen den Buggy. Das ist auf jeden Fall ein riesen Spielplatz. Mal ganz andere Spielzeuge hier, so richtig laut. Also, wie hat Amelie das denn gemacht? Mama, ich weiß denn nicht. So, wir sind mal kurz bei der Pizzeria. Hier gibt es das Hotdog. Das lieben alle Kinder. So, wir gönnen uns heute mal das typische italienische Hotdog. Das ist das Beste, Leute. Ich nehme die zwei. Okay. So, was ein Struggle. Ich bin jetzt erstmal zu meiner alten Gastfamilie gefahren. Wahrscheinlich noch einen Stopp zu früh ausgestiegen. Bin mir nicht ganz sicher, aber es kam mir hier bekannt vor. Weil, und ich habe schon einen gefunden, ich brauche unbedingt Chinesen. Hier ist immer so China-Shops, die verkaufen halt alles. Und wir brauchen noch alles. Zum Beispiel Spüli und so. Da gehen wir jetzt erstmal rein in den einen und checken mal, was es so gibt. Und dann fahren wir vielleicht noch weiter in die Stadt. Ich bin erstmal so dankbar, dass ich das noch erkannt habe nach so vielen Jahren. Guck mal, wie eng das ist. Hier gibt es einfach alles. Alles, alles, alles. Okay,
Okay, ich kann leider mit dem Buggy hier nicht so gut schieben, aber das wird schon. Hier gibt es so tolle Sachen für Kinder. Hier ist so ein Radio für 8 Euro. Da hier sind ganz Prinzessinnen im Schloss zum Spielen für 8 Euro. Und was möchte Amelie? Zeig mal, was du möchtest. Ein Babytelefon. So, ich habe meinen alten Discounter gefunden. Jetzt weiß ich auch, wie er heißt. Jetzt habe ich es auf Video. Jetzt weiß ich auch, wonach ich suchen kann. So, wir steppen jetzt mit unseren Einkäufen doch nach Hause. Ich hatte erst überlegt, noch in die Innenstadt, aber die Kleine will unbedingt im Pool. Und ich muss ja nachher noch kochen. Es ist jetzt, glaube ich, schon 3 oder so. Und ja, das wird ja auch sonst alles schlecht. Ja, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Jetzt habe ich auch das Wichtigste zu Hause zum Putzen und so weiter. Und dann geht es die Tage nochmal in die Innenstadt. Und dann wirklich nur Sightseeing. Einen Tag. Wir haben noch ein paar Tage vor uns. Den Donnerstag werde ich wohl auch frei nehmen, weil der Miniclub dazu hat. Ich hoffe eh, dass es mit dem Internet klappt. Ich kann es ja nicht fassen, aber sie ist urglücklich mit diesem Gerät. Diesem Schrottgerät. Es ist auch so, manchmal geht das, ich muss auch ein bisschen warten. Da gibt es einen An- und Ausschalter. Hier ist übrigens Autobahn, ja. Ich fahre jetzt auf jeden Fall nach Hause, wenn der Bus dann irgendwann kommt. Oh, wir haben es geschafft. Ah, ja, hallo. Schönen guten Tag. Ich telefoniere schon den ganzen Tag, ne? Ja, wir müssen jetzt erstmal die Einkäufe einräumen hier. Ab in unser Reich. Nicole wohnt direkt neben uns. Ja, aber Nicole spricht Italienisch und du musst sprechen oder es lassen. Aber sonst ist es vielen schwierig. Auf jeden Fall habe ich hier beim Chinamann einiges abgesahnt. Ich hoffe, das sind Putztücher. Klang mir so auf jeden Fall mit Desinfektion. Natürlich, also ich ohne Pinke Shoppingtüten, ist ja wohl klar, ne? Aluminiumfolie, ich weiß, nicht umweltfreundlich, aber für unterwegs, weil ich kaufe mir jetzt keine Tupperdosen. Ja, lecker, ne? Spüli ohne Ende und laktosefreie Milch. Yeah, man. Und ich zu und? Zu wo? Unser Kühlschrank ist langsam voll. Yes, man. So, Amelie hat jetzt eine kleine italienische Freundin, die wohnt nämlich genau neben uns. Ein Haufen Italiener ist bei uns eingezogen. Nur ein bisschen schwierig mit der sprachlichen Barriere, ne? Ich übersetze die ganze Zeit irgendwelche Kinderspiele. Aber gut, ist ganz witzig. Wir gehen jetzt doch nochmal am Pool, weil Amelie unbedingt nicht da, wie wir versprochen. Aber auch die Italiener haben gerade gesagt, es ist eigentlich viel zu kalt heute. Weil er hat ja nur noch eine halbe Stunde offen. Von daher, das werde ich durchhalten. Gottes Willen, die Kinder. Die Italiener haben uns abgefangen. Eine halbe Stunde in der Bungalow. Mein Kopf, der raucht. Der raucht. Du willst so viele Dinge sagen. Du kommst erstmal gar nicht hinterher. Hallo, oder? Aber egal, ich hab's gerockt. Amelie spricht jetzt auch ein bisschen. Die wollten jetzt Italienisch beiprügeln. Richtig süß. Da bin ich eine Spielgefährtin. Ja, du bist hungrig, ne? Ich meine, jetzt auch schnell essen. Zieh mich um. Und jetzt ist schon bald wieder Mini-Disco. Hier ist übrigens das maximale Chaos ausgebrochen. Ich habe jetzt endlich mal abgewaschen mit dem neuen Spüli. Hier liegen noch ein, zwei Sachen, wir müssen gleich mal sauber machen. Geschirrhandtuch habe ich natürlich jetzt auch nicht, aber ich habe noch ein Handtuch frei. Ich glaube, das nehmen wir mal. So, Mutti hat schon wieder Reste aufgetischt. Ne? Hier gibt es noch Pasta mit der Würstchensauce und ein bisschen Salat. Und Amelie mag es hundertprozentig nicht. Okay. So, es geht los zum Mini-Disco. Ich ziehe mir heute was Dickeres über, weil abends wird es doch frisch. Also wenn du nicht mittanzt. Ich habe gestern ein bisschen mitgetanzt. Das ist nämlich abends eine Party für Erwachsene, wo die Kinder irgendwie auch mittanzen. Also eigentlich auch nur tanzen. Das ist ganz witzig. Oh, ich bin so voll gefuttert, ne Leute. Ich esse irgendwie hier den ganzen Tag nichts. Ich weiß gar nicht, was los ist. So, Kinder, wenn die Disco ist vorbei, ich würde euch so unfassbar gerne Teile davon einblenden, aber ich kann die Kleine leider nicht zeigen, weil ich krieg sie da auch nicht rausgestimmt. Es war so süß, es war so emotionale italienische Musik nach der Mini-Disco und eigentlich so ein Erwachsener, der tanzt und eigentlich war das so ein Abschlusslied, wie auch immer. Boah, der hat Amelie sich auf die Bühne gestellt und auf einmal die prima Ballerina raushängen lassen. Ich dachte, ich guck nicht richtig, alle sind völlig abgedreht. Es war so Zucker. Also, der Wahnsinn. Richtig, richtig niedlich. Wie auch immer. Wir sind jetzt
Kamera. Dann geht jetzt ins Bett. Ja. Versuche heute mal ein bisschen früher zu schlafen. Ich weiß, in Italien ist das Leben ein bisschen nach hinten verschoben, aber ich weiß auch, dass bald der Montag kommt und wir arbeiten müssen. Also ich zumindest. Deswegen, ja. Sollen wir ins Bett gehen? Ja. In diesem Sinne. Ich verabschiede mich von euch. Ich verlinke euch hier meine letzten Videos. Könnt ihr mich gerne abonnieren. Sagt tschüss, bis zum nächsten Vlog.